Wie der ein oder andere weiß, haben wir ein sehr gespaltenes Verhältnis zu unseren sogenannten Deutschpunk-Kollegen. Nachdem wir jetzt so gerade das letzte Jahr unheimlich penetriert worden sind mit dummen Argumenten in irgendwelchen Zeitungen, es ging so weit, dass die Jungs irgendwie bei Hosenkonzernen Leute mit Onkel-T-Shirts rausgeschmissen haben und so weiter. Genau das haben wir uns auch gedacht. Und vor allem dachten wir uns, wir haben so ein paar Kommerzpunks irgendwie das Recht, den Onkelsatz beizupissen. Wir müssen schon ein bisschen wärmer anziehen und wir dachten, wenn sie Ärger haben wollen, dann können sie ihn haben. Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend los!